Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Thüringen. Die letzten drei Aufnahmen sind leider schiefgegangen. Nur so betonen. Ist im Grunde von der Bitzahl äußerst schlecht. Vielleicht kann ich die Aufnahmen retten und dann auch zeigen. Ansonsten ist es im Grunde nicht möglich. Ich bitte zu entschuldigen, dass drei Aufnahmen fehlen werden wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden sie fehlen. Stand heute. Bearbeitung muss ich erstmal erfolgen. Dann weiß ich es genau. Also wenn ich jetzt sage, es kommen keine und sind nicht gekommen, dann ist es liegt daran, dass die Aufnahme zu schlecht war. Ja, das ist der Stand der Dinge. Ja, wenn das die Aufnahmen nicht gekommen sind, dann kurze Zusammenfassung. Ich habe im Prinzip die Feldarbeit durchgeführt, Punktgruppenkämpfung auf Feld 60, was aktuell noch läuft, und Feld Nummer 12 auch begonnen, was auch läuft. Dann habe ich die Düngefahrzeuge zurückgebracht zum Hof und durchdrehende Reifen, da muss ich gleich mal hinspringen. Hab mir einen Überlader reingekauft, hab einen Kurs eingefahren für Feld, also für die das Abernten. Das war Feld 12. Muss ich gleich rübergehen. Wo ist er? Ja, wie gesagt, hier Feld Nummer 12 wird gerade gemacht. Muss mal gucken, hier den zweiten Kurs, glaube ich. Anders geht gar nicht, ne? Anders ist ja noch gleich möglich. Wie gesagt, deswegen wollen wir hier möglichst Vorgewende arbeiten. So. Erst Niveau geht nicht, das wäre ja nur Quatsch. Und einstellen. Was wir machen könnten, ist hier deaktivieren. Das ist Quatsch. So, da wird das Gedüngen weiter. Wie gesagt, ja, wenn ich die Aufnahmen retten kann, habt es jetzt gewusst. Und wenn die Aufnahmen zu schlecht sind, dann mache ich es halt nicht. Also das sind ja so eine Erinnerung, die sind da und dann wird dann nicht mehr geguckt. Ein neuer Zuschauer kommt und sieht, ach, hey, schlechte Aufnahmen. Das möchte ich dann doch auch nicht, ne? Also im Prinzip Zusammenfassung, Großeinfahrung zum Lagerhof mit dem Fan. Dann die Drescher rausgefahren zu den drei Feldern, also Weizen und Raps. Haben wir Raps und einmal Weizen. Dann habe ich jetzt begonnen mit Dünger, also mit Unkrautbekämpfung, Feld Nummer 60 und 12. Ja, Tiere versorgt, ne? Logisch. Mist verkauft in der BGH und einmal Gülle, so ganz im Groben, auch nicht vergessen. Und dann werden wir sehen, ob das alles passt. Die nächste Aufnahme auch gut geht und wir vor allen Dingen nicht so heiß haben, ne? Weil zur Zeit bin ich am Testen, kann man sagen, ne? Rauszufinden, wie wir am besten hinkriegen, ohne dass wir zu viel Leistungsfresser haben, ne? Wie gesagt, ich nehme 4K auf, das ist schon heftig. Ich muss zwar runter skalieren auf 2K auf YouTube. Kann natürlich jeder natürlich auf HD gucken. Also, das ist im Grunde deswegen nicht schlechter. Aber ich habe festgestellt, wenn ich auf 2K hochlade, dann habe ich jedenfalls eine bessere Qualität, als wenn ich nur HD hochladen würde. Ne? HD wäre natürlich datenmäßig besser für mich.
Aber mein Eindruck ist so, dass es dadurch die Qualität schlechter wäre. Ne? Eine Pritze wird nie reichen. Mengenmäßig. Mache ich jetzt die Entscheidung, Marschkohl oder ich lasse es halt so auch gut sein. Ne? Ja, hier der Wald ist mein Baugebiet in Zukunft. Stelle, Globalmarkt wollte ich bauen. Also was, ne? Sägewerk. Aber wir müssen halt Geld verdienen dazu. Mal ganz kurz auf die Karte gucken, ob das entsprechend so. Das ist gut. Der hat Unkopf bekämpft und ist gleich fertig. Und dann ist hier, wenn es vielleicht 1% oder 2%, dann ist super. Das ist Wahnsinn, ne? Also die Einstellung hat er nämlich umgestellt von aktuell. Lass mich überlegen. Von Nivea neu auf Nivea, was früher alt war, also vorher war. Und da war die Bitrate plötzlich nur noch auf 2500 Bits eingestellt, also Originalstellung. Und das ist ja im Grunde nichts, das ist ja hier im Höchstfalle für ja, niedrige Auflösung. Also ich kann mich selbst da kaum erkennen. Ne? Also spätestens dann, wenn man sich bewegt, dies zu erkennen, ne? Also von original 8 GB Ladevolumen im Original zu 450 MB, ne? Das ist schon heftig, also nicht anschaulich, sag mal so. Klappt das zusammen? Ja, lassen wir noch machen, ne? Darum brauchen wir den tun, ne? Jo, jetzt geht's aber auch. Ja, temperaturmäßig immer noch heftig, aber die Leistung ist extrem. Läuft zwar viel über die Grafikkarte. Ja, gut. Aber ich möchte deswegen für den Aufnehmen keinen anderen Rechner kaufen. Ne? Das wäre doch ein bisschen zu ja, extrem. Ne? Also, das möchte ich jetzt nicht. Mal ja einen Rechner kaufen müssten, der die entsprechende Leistung hätte. Das heißt, er müsste mir einkaufen für Spielen, Anführungszeichen. Also. Na, dann müssen wir mal Abstand von nehmen. Ja, den fahren wir mal zurück und wir müssen ihn ja auftanken. Ne? Hier haben wir noch ein Feld hier zu machen, das Sojafeld. Ein bisschen Gas geben. Ne? Ja, ich habe 3 Tage verpasst im Extremfall. Ist nicht schön, aber leider ist das so. Hat man schon mal gehabt, dass wir eine Aufnahme versaut haben. Im Prinzip ging schief. Also jede Aufnahme kontrolliere ich auch nicht, aber ja, hin und wieder schaue ich doch drauf und guckt dann, 450 Megabyte nur. Ein ganz kurz Probe anschauen. Oh, shit, nicht schön. Aber ich sag mal so. Das ist das Ding wieder aufgegangen. Eye-Tracking, ne, wohl egal. Technik ist die begeistert, ne? Also nichts vorkommen. Ich brauche noch Geld leihen für Landschutz. Ach, wir leihen uns kein Geld, wie lange sein. Wir machen Holz. Oder? Da 4 Unkraut drauf. Das wäre die 41. Oh, 1, 2. Da ist nicht so tragisch. Das ist. Sag mal so. Da geht sowieso nicht. Da ist schon ausgereift. Da geht es auch nicht. Na, da können wir da aufsparen. Ne? Naja, gut. Was soll's. Ja. Ja, die Nachrichten darf man sich gar nicht anhören, also
diesem Coronavirus, da drehen sie alle durch. Ich meine, den es betrifft, ist das schlecht. Also jeder eine Grippe kriegt, das im Prinzip. Ich habe es ja selber auch mal erlebt, eine Grippe als Kind. Es ist heftig, aber ich habe es überstanden. Also mit guter Pflege, ne? Wenn jemand mit einer Grippe zum Arzt geht, steckt hundertprozentig andere an, ne? Das bleibt daran nicht aus. Also Niesen und Husten hat dann jeder mehr oder weniger. Und das kannst du ja gar nicht verhindern, ne? Dass es ausstößt, ne? Das Virus, ne? So, kurz Geld leihen. Um die 10.000. Sonst gibt es keinen. Und dann haben wir laufen lassen, ne? Gehen wir das mal zum. Der ist auch fertig. Definitiv, ne? Also. Du bist fertig. Lass dich nicht so sehen, oder? Ist doch unkrautfrei. Das passt schon so. Das können wir uns sparen. Ja, das so automatisch geht, ne? Früher wollte man aussteigen und manuell zusammenschieben. Ach ja, können wir alle ein bisschen länger spielen und zu Hause bleiben sollen, ne? Falls doch. Aber zur Arbeit fahren ist erlaubt. Ich glaub mir, das wäre auch nicht gut. Also das, wenn der Job in Gefahr ist, ist das heftig, ne? Also jeder muss ja immer Geld verdienen, ne? So, ich kriege nur einen unter. Erstmal. Oder zwei nebeneinander. Probieren wir, ne? Ah, dann lässt sich auch so gut lenken hier. Deswegen hat den ja auch meistens Oh, da kann sich die Pharmaindustrie wieder freuen. Oh, endlich wieder mal Impro verkaufen. Naja. Wenn so sein soll, ne? Ja, aber ich sag mal so, wenn bei uns die ganzen Teile fehlen oder die ganzen Dinge fehlen, wie Atemschutz, wie die Handschuhe, all diese Hygieneartikel, die werden ja nur alle in China hergestellt. Medizin ja auch, das gehört zurück zumindest in die Europäische Union. Denkt man so rum, man muss ja nicht alles ein- und herstellen, das ist ja nicht die Frage, aber die Versorgung soll sich hergestellt werden. Dazu muss man sagen, okay. Man muss es denn doch trotzdem schon mal zumindest ein gewisses Maß vor Ort herstellen, ne? Muss ja nicht alles sein, aber wie gesagt, wenn man es nicht gar nicht mehr kann, ist es ja sau blöd, ne? Denn das kann es ja auch nicht sein. Das heißt, wir wollen Gewinn machen, will ich produzieren, aber am Ende haben wir nichts da. Bringt ja nichts. Aber wenn das die Firmen nicht machen, dann muss es halt der Staat machen. Also einfach ist das. Wäre auch Glas hart, da würde ich auch Glas hart so sagen. Also. Nee, würde ich verpflichten, dass sie das machen.
Ansonsten darfst du hier nichts erkaufen. Oder sie müssen Vorrat anlegen für ein Jahr. Unter staatlicher Aufsicht. Das heißt, die Lager müssen gefüllt sein. Dass man für den Fall des Falles genug da hat, um da entsprechend die Bürger zu versorgen. Ne? Also das kann ja nicht sein, dass hier gewisse Dinge nicht da sind, ne? Dass man da auf Zutaten machen muss, wie zu DDR-Zeiten. Und da ging es aber eher darum, dass die Ressourcen nicht da waren, ne? Und die Rohstoffe. Aber das wurde trotzdem im eigenen Land hergestellt. Ich dann immer noch nicht, ne? Hoffe, die Aufnahme passt, ne? Einmal kontrollieren. So. Leistung? Ja, ist bei 60%. Wollen wir gleich mal ein bisschen reduzieren. So, und X. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und winke winke, ciao ciao. Ja, man sieht sich dann vielleicht nicht so, hoffe ich jedenfalls. Man weiß ja nie. Tschüss.